Läuft die Kamera? Kannst du eh nicht senden, was ich jetzt sage. Und den Kollegen uns jetzt angucken, ist nämlich der, der auf dem 71er Autosalon vorgestellt wurde. SLC Mercedes. Die Tür geht andersrum auf. Hab ich noch mal, warum sagst du noch nichts? Hab ich noch Marmelade oder so? Da siehst du mal so ein bisschen Umwelt, Akklimatisierung. Wenn du dich ein Auto anguckst. Das Allerwichtigste ist, wenn du dich ein Auto anguckst. Steht auch im Jean-Pierre Duden. Umwelt, der Umwelt zuliebe. Ach, leck mich, keine Ahnung, was soll ich sagen? Halten wird das. Ich glaube, das ganze Auto kann wegrosten. Das rostet nicht mehr weg. Das die Schweißnaht ist ungefähr so dick wie, wie dick die Schweißnaht ist doch. Jetzt fehlt mir doch glatt das Wort. Im Großen und Ganzen, so. Meine Fresse da. Das gibt's doch nicht. Dortmunder Kennzeichen und fährt nicht vorwärts doch. Ich glaub, du Klein Windschnitt mit 18. Ja? Kauft sich ein altes Auto, haut da 2000 Euro rein. 2000 Mark damals. Ja. Und hat er noch die Reichsmark? So, mein lieber Carsten heißt der, ne? Nee, Michael. Michael. So, mein lieber Michael, du musst doch noch etwas Geld in die liebe. Lieber Carsten, nee, Michael. Wir folgen mit einem exotischen Kandidat in der Mercedes-Benz-Riege, ein Proton. Ja, früher mal gern als Taxi benutzt. Also vorhin hast du noch Ponton gesagt. Proton. Ein Proton. Nee, ein Proton. Nee, ein Ponton. Ponton. Nicht Proton, wie die Maschine in der GP. Proton. Nee, Proton. Wenn du lachst, dann das ist Proton? Ponton. Ey, sag mal, gleich schon nicht wirklich rein. Oft kriegen wir Zuschauer-E-Mails, wo die sagen, ah, PS-Profis, war das Auto nicht zu leistungsstark für so einen jungen Kerl? Ich denke, einem 18-Jährigen, jetzt die Mütter und Papa zu Hause, John, bleib bist du irre, kannst du nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, alle drei Autos sind auf jeden Fall, sind alle drei Autos Autos.